So, jetzt sind wir im Inneren des Kraftwerks. Da steht eine Kopie der amerikanischen New Yorker Freiheitsstatue. Aber keine Ahnung, warum die hier steht. Jetzt schauen wir mal an hier. Ölreinigungsanlage. Ja, da wird Öl. Ja. Dampferzeuger. Den Dampf brauchte man ja für die Startrampe der V1. Das war klar. Musste man irgendwie den Dampf erzeugen. Eine Kraftwerksturbine. Drehen tut sich da nichts mehr. Einströmkosten. Ach, das ist hier so ein Verteiler für den Dampf. Jetzt will ich aber erst noch mal in die andere Halle gehen, bevor man nach oben. Mit was für einen dicken Betonmauern die hier gebaut haben. Das Kraftwerk wurde in der DDR noch weiter benutzt, bis 1971. Was ist da draußen für ein Motor, Dieselmotor mit irgendeiner Welle, Antriebswelle hinten dran? Ja, da muss man dann später nach draußen noch mal schauen. Ja, die Russen waren hier auch nach dem Krieg. Da war ja noch ein Flugplatz in der Nähe. Und dieser Flugplatz, der wurde von der sowjetischen Luftwaffe benutzt. Oh, da sehen ein paar schöne große Schiffe noch da draußen. Oh, da drüben, das ist ein Militärschiff. Oh, da muss ich dann auch mal rausgehen, ob man da steht Museum dran, ob man da reingehen darf, ob das geöffnet ist, das muss ich dann noch ausprobieren. Das sieht aber nach einem Kriegsschiff aus. Ich bin natürlich kein Schiffexperte, ob das... wie das bezeichnet wird, keine Ahnung, das werden wir vielleicht sehen, wenn wir dorthin gehen. Fenster, ach das. Das waren die Originalfenster. Warum sind die so bunt angemalt?
das war also ein Kohlekraftwerk, lese ich hier was mit Kohle, aber da kommt man jetzt nicht rein in die Feuerungsanlage. Das sind die Kessel. Ja, und da geht es dann auf die Aussichtsplattform. Da gucken wir aber dann später. Weil im Moment regnet es draußen. Ich will erstmal hier innen drin schauen. Ah ja, hier hat man jetzt eine Videoanimation, wie das da ausgesehen hat. Ja, wir sind jetzt da. So, jetzt gehen wir erstmal noch nach oben. Jetzt will man die obere Etage sehen. Irgendein Gedudel. Ah, hier ist der Aufbau von dem Kraftwerk. Das ist also die Dampfturbine, die wir vorhin gesehen haben, unten. Und die ist dann verbunden mit so einem Dynamo, sage ich jetzt mal. Da wird dann der Strom erzeugt und hinten dran ist dann noch ein Wechselrichter oder was auch immer, oder ein Gleichrichter, oder kommt darauf an, welche Stromart, das man hinten wegnehmen will. Ja, die Kontrollanzeigen, Kraftwerk. Warum ist das hier so eine riesengroße Halle? Ach hier, jetzt verstehe ich das. Hier waren die Turbinen. Da war eine, da war eine, da vorne war eine. Deshalb ist das hier so eine große Halle. Weil hier die Dampfturbinen waren auf diesen Plätzen hier. Ja. Und deshalb auch dieser große Kran, damit man die da rein und rausheben konnte, wenn mal was kaputt war. Da geht es also auf den Kran hoch. Da sind wir reingegangen. Relativ wenig Kabel finde ich dafür, für also Kraftwerk, da stelle ich mir immer viel Kabel vor. Ja, Regler, Dampfturbine, Generator, Erreger, Exciter. Ja. Rundgang, ja, dort geht es noch weiter. Müssen wir mal schauen nach der Zeit.
Dampfschieberantrieb. Und hier ist jetzt also der Kessel, da wurde der Dampf drin erzeugt. Das Wasser erhitzt mit der Kohle, die man unten gesehen hat, wo man Erdgas, haben wir später auf Erdgas umgerüstet. Habe ich, glaube ich, was gelesen. Jetzt müsste ich meine Taschenlampe dabei haben. Hier ist kein Licht, hier sieht man nichts da drin. Das ist der Kessel. Hier sind die ganzen Schalter. Jetzt haben wir hier irgendwas eingeschaltet oder ausgeschaltet. Schauen wir mal, was passiert. Kessel 3, Kessel 4. Ah, da sind noch mehr Kessel. Dampfdruckanzeige. Vereinigung volkseigener Betriebe des Energie- und Kraftmaschinenbaus. Halle Saale. Ja, VEB Maschinenbau Karl Liebknecht. Ja, wie gesagt, das wurde ja von der DDR weiter benutzt. Ja, ah, ich sehe gerade, da kann man hier gar nicht durch, da kann man gar nicht hinter zu dem Schiff, weil da ist hier die Tür zu. So, an das Schiff kommt man gar nicht ran. Ah, das ist vielleicht nur im Sommer zugänglich. Muss ich mich beeilen, weil jetzt sind gleich die, das sind immer die interessanten Sachen, ne? Und da ist jetzt gesperrt, da würde ich jetzt gern hochgehen und mir das von oben anschauen, die ganzen Kessel. Ja, da konnte man also die Befeuerung begutachten. Ist natürlich zu, klar. Und hier ist nochmal so ein Wärterhäuschen. Da kommt man nur von der anderen Seite rein. Die andere Seite kommt man nicht ran. Ja, die Kohlebunker. Da hat man hier abgerissen. Da war wahrscheinlich auch noch mal so wie hier der Kessel. Ja, da kommt man auch nicht rum. Hast diese abgesperrten Sachen immer. Ja, mehr sieht man jetzt vom Kraftwerk erst einmal nicht. Und später gehen wir dann noch auf die Aussichtsplattform oben. Und vom Kraftwerk hier war es das erstmal. Und tschüss.